Magdalena und Theresa Venier sind Studentinnen. Im Sommer tauschen sie Campus, Lehrsäle und Bibliotheken gegen Alm, Hütte, Vieh und einen Stall und werden Sennerinnen und Hirtinnen. Um sich selber besser kennenzulernen vielleicht, um selber die Grenzen, wo sind meine Grenzen, um genau das zu erfahren. Wie weit kann ich gehen? Gewöhnlich ist es nicht, dass zwei junge Frauen mit 21 und 22 Jahren eine Alm bewirtschaften. Immerhin tragen sie die gesamte Verantwortung für 25 Kühe und Kälber. Sie wollte es unbedingt und dann wollte sie nicht allein gehen. Sie wollte eine Alm übernehmen. Ja, und ich wollte einfach mal weg von allem. Dazu machten sie auch einen mehrwöchigen Grundkurs, das Zertifikat für Almpersonal. Manche haben ein bisschen ein falsches Bild von einer Alm, mit Hüttengaudi und Leute spielen. Das gibt es auch, kann man machen, aber das ist nicht mehr die Alm, was es früher war. Früher war Alm, wo die Bauern das Viech ausgetan haben und dann sind wir ein bisschen Erholung gehabt haben, aber Erholung in dem Sinn, dass sie dabei gemäht haben und das Gras eingetan haben, wieder für den Winter. Eine Autostunde von Innsbruck im Tiroler Pitztal liegt auf 1750 Metern Seehöhe Magdalenas und Theresas Sommerarbeitsplatz, die Hochastenalm. Morgens und abends, wo man einfach melken muss, dann geht es ziemlich zu, da werden viele Leute da sein. Aber so die Vormittage sind teilweise ziemlich ruhig und entspannend gewesen eigentlich. Also ich denke, wir sind beide, also Theresa und die ruhiger geworden. Einfach, ich denke, da haben wir viel von den Kühen abgeht. Von ihrem Temperament, weil sie einfach ganz ruhig sein und das nimmt man irgendwie an. Die beiden sind nicht nur für das Wohl des Viehs verantwortlich, sie bieten auch Ausschank und kleine Speisen für Wanderer an. Da gibt's nicht alles, da gibt's keine Pommes, nichts außerbachts, da gibt's Hausmannskost, das, was man früher noch gewöhnt ist. Es gibt noch Milch, die 5%, 4% Fett hat, das gibt's heute nicht mehr im Geschäft. Das ist aber normal, also eine Milch hat viel Fett. Die Arbeiten sind aufgeteilt. Magdalena ist mehr für die Küche, Theresa mehr fürs Vieh zuständig. Wenn man ins Geschäft geht, hört man ein Radio. Wenn man ins Auto steigt, schaltet man ein. Also man hat die ganze Zeit immer so Dauer-Tinnitus sozusagen. Und einen Stress und dahin muss ich und dorthin und da kann ich was versaumen. Und vielleicht, wenn man gerade auf die Alm geht, dann ist das alles so platsch. Kann ich nicht, ich bin oben. Du musst dich wieder auf die grundlegenden Sachen. Du willst es warm haben, dann musst du auch Feuer machen. Du musst so einfach wieder denken anfangen. Und vielleicht löst es der ganze Stress im Kopf, könnte ich mir vorstellen. Dass der Ferialjob den beiden jede Menge Spannendes beschert, liegt fast auf der Hand. Vom kurzzeitigen Wintereinbruch im Sommer mit Stürmen und Gewitter bis hin zu harter Arbeit rund um die Alm und das Vieh und auch noch beharrliche Gäste. Kommt auf 10 Nacht noch ein Jäger vorbei oder du denkst dir, ich will schlafen gehen und muss ja echt nochmal aufstehen und hallo, grüß euch und da sein. Magdalenas und Theresas Hochastenalm ist eine von rund 2100 bewirtschafteten Almen in Tirol. Zudem gibt es noch zahlreiche bewirtschaftete Hütten und Selbstversorgerhütten. Die meisten Almen sind von Juni bis September geöffnet, je nach Wettersituation. Mehr Infos unter www.tirol.at/almen.